Und zum Aktienhandel jetzt. Der deutsche Aktienindex verändert schon bald sein Gesicht. Die Commerzbank wird in den Club der 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands aufsteigen. Bettina Seidel in Frankfurt am Main. Was macht das mit der Aktie? Ja, die Aktie wurde erstmal beflügelt, klar, weil so ein Aufstieg in den DAX eine Prestigesache ist, die auch für Aufmerksamkeit bei internationalen Investoren sorgt. Es sorgt aber auch ganz real für Bewegung, weil Fonds- und ETF-Anbieter, die in ihren Index-Anlageprodukten einen Index exakt nachbilden müssen, die nun haufenweise Commerzbank-Aktien kaufen müssen. Was sich eigentlich immer auf den Kurs auswirkt, denn solche Gesellschaften haben ja schon einige mehr Aktien zu bewegen. Das ist heute auch sichtbar geworden. Die Commerzbank-Aktie startete mit einem Plus in den Tag. Allerdings hielt das nicht lange, weil viele Anleger genau darauf schon im Vorfeld spekuliert hatten, auf den Aufstieg und den Kurseffekt und eben Aktien gekauft hatten. Und die nutzten jetzt die Gelegenheit, die Aktie mit Gewinn wieder zu verkaufen. Die Börsenstimmung insgesamt gedämpfte, eine unveränderte Bewegung. Der DAX stand 15.484 Punkte. Für die Commerzbank macht jetzt Linde Platz, der deutsch-amerikanische Industriegasehersteller. Konzentriert sich ganz auf Amerika. Dankeschön, Bettina Seidel. In Brasilien hat östlich von São Paulo massiver Starkregen zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Mindestens 36 Menschen starben. Mit deutlich mehr Opfern ist laut Zivilschutz zu rechnen. Viele Menschen würden unter den Trümmern eingestürzter Wohnhäuser vermisst. In den betroffenen Städten wurde der Karneval abgesagt. Brasiliens Präsident Lula kündigte bei Twitter an, die Region heute zu besuchen. Den deutschen Oscar-Hoffnungen dürfte das nochmal Auftrieb geben. Bei den fast ebenso renommierten BAFTAs in Großbritannien hat das deutsche Kriegsdrama im Westen nichts Neues abgeräumt. Mit 7 Trophäen, unter anderem für den besten Film, die beste Musik und die beste Kamera. Edward Berger konnte auch den begehrten Preis als bester Regisseur entgegennehmen. Es war das erste Mal bei den britischen Filmpreisen, dass ein nicht englischsprachiger Streifen so oft ausgezeichnet wurde. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle in den vergangenen Jahren auf viel verzichten, auch auf Karneval und Fastnacht. Dieses Jahr gibt es keine Corona-Auflagen mehr. Und auch deshalb dürfte heute zum Höhepunkt des Straßenkarnevals noch etwas mehr gefeiert werden als sonst. Nach 2 Jahren ziehen Rosenmontagszüge wieder durch die Städte, die größten in Mainz, Düsseldorf und Köln. Und dort findet der Rosenmontagszug heute sogar schon zum 200. Mal statt. Der Jubiläumszug ein besonderer in Köln. Anders als sonst, zum ersten Mal fällt der Startschuss rechtsrheinisch. Kölle! Mit Blick auf den Kölner Dom ziehen seit 10 Uhr die Jecken durch die Stadt. Hunderttausende am Zugweg freuen sich nach 2 Jahren Durststrecke. Na, einfach auf die gesamte Stimmung. Wirklich mal alles hier mitzuerleben. Also ich finde es cool, man kann richtig viel Kamelle sammeln. Beste Stimmung auch bei den 12.000 Zugteilnehmern. Also ich finde es fantastisch, auch wenn es ein sehr großer Aufwand ist, aber ich freue mich sehr darüber. Wie immer sind die Botschaften der Persiflagewagen bissig politisch. Die Energiekrise, ein Dom, der nicht mehr angeleuchtet wird in der Nacht. Zentrales Thema, der Krieg in der Ukraine. Auch in Düsseldorf, wo der Zug erst am Mittag startet. In ukrainischem Blut badet Wladimir Putin. Ich glaube, der Wagen spricht für sich selber. Jeder versteht ihn sofort. Seit einem Jahr herrscht dort Krieg mit schrecklichen Grollen. Und dieser Wagen drückt das, glaube ich, bringt das, glaube ich, gut auf den Punkt. Ebenso Thema die Freiheitsbewegung der Frauen im Iran. Das wallende Haar hat das Mullah-Regime im Würgegriff. Kurz nach 11.11 Uhr. Nach 2 Jahren Corona-Pause rollt der Rosenmontagszug wieder. Der Höhepunkt der Fastnacht in Mainz. Jetzt ist endlich mal wieder Zeit, Party zu machen, Fastnacht zu feiern. Du und ich, wir sind dabei, ein großer Teil der Narrezei. Die beginnt am Morgen mit dem Aufstellen der Motivwagen. Sie zeigen den närrischen Blick auf die Weltlage. Hello! Ein Thema, die Abhängigkeit von Rohstoffen. Die war auch für die Mainzer Wagenbauer eine Herausforderung. Lieferschwierigkeiten bei Holz und Eisen. Dazu kommen steigende Kosten für das Sicherheitspersonal. Früher konnte das zum Teil noch durch teilnehmende Vereine gestellt werden. Das muss heute von gewerblichen Sicherheitsunternehmen gestellt werden. Die Maßnahmen sind in ihren Auswirkungen wesentlich teurer geworden. Am Rande des Zugs werden heute mehr als 500.000 Zuschauer erwartet.
Närrisch geht es auch in Rottweil zu, der ältesten Stadt Baden-Württembergs. Um Punkt 8 Uhr startete der traditionsreiche Narrensprung durchs Schwarze Tor. Seit dem Morgen ziehen tausende Menschen zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht durch die Straßen. Rund 15.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.